Im heutigen Video möchte ich mal über Schach im Tabletop-Hobby sprechen. Servus da draußen, willkommen zu einem neuen Video, wie jeden Freitag auch wieder zum Thema Tabletop. Ich habe mich die vergangenen Jahre eigentlich nie so großartig mit Schach beschäftigt. Jetzt aber so im letzten Jahr ist das Thema bei mir ein bisschen aufgekommen und ich wollte jetzt einfach mal meine Gedanken so zusammenfassen und aufzeichnen, wieso man sich vielleicht im Tabletop-Hobby doch mit dem Thema Schach beschäftigen sollte. Falls du jetzt neu bist hier auf dem Kanal und dir das Video gefällt, vergiss bitte nicht zu abonnieren. Es wird mir sehr viel weiterhelfen. Und dann haben wir hier schon das bekannte schöne Schachbrett. Das hier ist jetzt mein eigenes, das ich mir vor einer ganzen Weile schon mal gekauft habe. Und man könnte jetzt sagen, okay, Schach ist ein Brettspiel und Tabletop-Spiele werden eben auf einem Spielfeld gespielt mit Maßbändern im Regelfall, wo Bewegungen gemessen werden. Das sind eigentlich zwei verschiedene Dinge. Aber es gibt durchaus die eine oder andere Gemeinsamkeit oder Ähnlichkeit, wo ich denke, daher sollte man sich Schach vielleicht doch mal ansehen. Ein Punkt sind dabei schon die Figuren, also sowohl im Schach wie auch im Tabletop werden dann die Figuren nach ihren Möglichkeiten gezogen. Beim Schach ist das aufgrund der Spielfelder natürlich recht einfach und recht einfach gehalten für die verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt. Man sagt, okay, ein Bauer kann ein Feld im Regelfall zum Beispiel ziehen oder eben vom Startfeld zwei Felder. Das ist natürlich beim Tabletop-Hobby sehr viel komplizierter. Aber wenn wir jetzt da hier das Schachbrett uns mal vorstellen als ein Tabletop-Spielfeld und auch die Figuren austauschen und das ein bisschen vergleichen, dann stellen sich auf einmal schon ganz interessante Elemente dar. Natürlich, es lässt sich jetzt nicht eins zu eins umsetzen. Aber vielleicht um die ein oder anderen Gedanken anzustoßen, bei Figuren wie zum Beispiel wie dem Springer, der ja im Schach zwei nach vorne und dann zur Seite gehen kann. Da sehen wir schon ein paar so Gemeinsamkeiten, die sich oder ein paar Punkte durchaus auch aufs Tabletop-Hobby anwenden lassen. Denn man könnte jetzt diesen Springer gleichsetzen mit einer Einheit eines Tabletop-Spiels, die zum Beispiel fliegen könnte. Also, wie man hier gesehen hat, der Springer hat ja auch die Möglichkeit, sich über andere Figuren hinweg zu bewegen. Und das wäre dann als Vergleich zum Beispiel eine fliegende Einheit in einem anderen Spiel, in einem Tabletop. Eine Einheit, die sich dann eben über Gelände hinweg bewegen kann, was wir hier beim Schach nicht haben, oder eben auch über Einheiten hinweg. Das wäre eine Möglichkeit. Oder ein Thema, das man sehr gut in Betracht ziehen könnte oder auch andere Sachen wie die Dame ist eigentlich die stärkste Figur im Schach, auch aufgrund der Zugmöglichkeiten. Und vielleicht lässt sich das ja dann für den einen oder anderen in seinem Spiel einwenden in Bezug auf die Bewaffnung. Dass man sagt, okay, das könnte zum Beispiel eine weitreichende Waffe sein, von einem Panzer zum Beispiel, der auf einem Turm montiert ist und daher sehr viel Einsatzmöglichkeiten hat. Im Gegensatz zu anderen Waffen, die zum Beispiel nur von Fußtruppen getragen werden und dementsprechend nur weniger Einsatzmöglichkeiten eben aufweisen. Auch wenn diese Thematik jetzt vielleicht etwas weit hergeholt ist, aber ich denke, man kann sich das Ganze schon ein bisschen vorstellen, was ich damit eben sagen möchte. Vor allem eben mit dem Beispiel des Springers, der sich dann eben hier hinweg bewegen kann. Was aber in Bezug auf Schach und Tabletop vielleicht ein interessanteres Thema ist, vor allem zumindest meiner Meinung nach der interessantere Punkt bei dem Ganzen, wenn es dann in Richtung Strategie geht, denn beides sind Strategiespiele und beim Schach gibt es ja verschiedenste Konzepte, sage ich jetzt mal, nagelt mich an diesen Schachstrategien jetzt nicht fest, ich bin jetzt nicht der übermäßige Schachspieler. Aber wie gesagt, man kann sich da schon das ein oder andere rauspicken. Zum Beispiel gibt es das Thema im Schach,
das Zentrum zu kontrollieren, zum Beispiel indem eben, wenn der weiße Spieler anfängt, hier zieht, dann zieht der zweite Spieler, schwarze Spieler, und dann könnte hier eventuell der weiße Spieler mit diesen Bauern ziehen, um eben noch stärker im Zentrum zu stehen. Ob das jetzt natürlich Sinn macht, hier ist das halt natürlich dahingestellt, ob er dann geschlagen wird oder nicht. Das ist nur mal von der Grundidee her eben den Gedanken, den ich hier rüberbringen möchte, dass eben der Versuch, hier das Zentrum zu beherrschen, das wäre eben eine Thematik, die es im Schach gibt, dass man sich darauf einlässt und eben das, was hier jetzt im ersten Moment recht einfach vielleicht auch aussieht im Schach, indem man hier mit dieser Figur zieht auf ein Mittelfeld und der Gegner macht eben das Gleiche zum Beispiel, um dem weißen Spieler jetzt nicht irgendwie einen Vorteil zu verschaffen im Zentrum, weil sich im Schach doch sehr vieles um das Zentrum dreht, ist das vielleicht im Tabletop gar nicht mal so ein einfaches Thema, denn dieses Konzept mit dem Kontrollieren des Zentrums könnte man im Tabletop-Hobby ja je nach Spielsystem und nach gespieltem Szenario auch anwenden, wenn auch vielleicht in einer abgewandelten Variante. Es gibt Tabletop-Spielsysteme oder auch Szenarien, wo es dann auch darum geht, die Mitte zu kontrollieren. Hier würde sich das eigentlich 1:1 anbieten, sich auch diese Strategie oder dieses Vorgehen mal anzusehen und zu überlegen, wie man das im Tabletop-Hobby für sich umsetzen könnte. Eine weitere Variante wäre natürlich, wenn man sagt, wo sich das auch einsetzen lässt, man hat nicht ein einziges Zentrum oder in dem Fall nicht das Zentrum, so wie beim Schach, sondern es wird eine Mission gespielt, wo es darum geht, Missionsziele zu kontrollieren und dafür Punkte zu bekommen, ist ja auch ein Thema, das man sehr häufig sieht. Und hier könnte sich das Ganze natürlich auch anwenden lassen, indem man dann eben nicht das Thema von Schach hernimmt und direkt 1:1 anwendet, um die Mitte zu kontrollieren, sondern um dann eben Kontrolle über die verschiedenen Spielfelder zu bekommen oder die verschiedenen Missionsziele auf dem Spielfeld zu bekommen. Ein zweites wichtiges Thema, das es beim Schach auch gibt, ist es eben seine Leichtfiguren, also es gibt gewisse Figuren, die hier Leichtfiguren genannt werden im Schach, dann eben entwickelt und so etwas kann man sich auch durchaus überlegen fürs Tabletop-Spiel. Also was heißt das im Regelfall, dass man eben sagt, okay, man startet zum Beispiel mit hier wieder dem gleichen Prinzip auf den ersten Punkt bezogen, das Zentrum zu kontrollieren und könnte dann weitergehen, dass man hier eine Figur zieht, um eine Figur eben ja Spielraum zu verschaffen. Das könnte dann auch dazu führen, dass der Gegner wieder etwas macht, dementsprechend auch zum Beispiel gleich ziehen könnte, indem er hier rausgeht. Dann hat man ja, wie vorhin auch schon gesagt, eben die Springer, die über andere Figuren ja sich hinwegbewegen können. Auch das könnte man hier jetzt einsetzen. Auch das würde bedeuten, eine weitere Figur zu entwickeln. Und wenn wir uns dieses Konstrukt ansehen, also ließe sich das auf die verschiedenen Einheiten in einem Tabletop-Spiel anwenden. Oder man sich überlegt, wie kann ich meine Einheiten auf dem Spielfeld eben verwenden. Wie zum Beispiel ja meine Infanterieeinheiten zum Beispiel, könnte ich mal die normale Infanterie, die man so spielt, als die Bauern ansehen. Wie bekomme ich diese zum Beispiel auf die Missionsziele? Brauche ich dafür je nach Spielsystem vielleicht Transporter, um die Einheiten dorthin zu bekommen, um die Mitte zu kontrollieren oder das Spielfeld zu kontrollieren, beziehungsweise die Missionsziele zu kontrollieren und somit auch meinen Gegenspieler irgendwie in seiner Bewegung einzuschränken oder eben auch in Bezug auf die Entwicklung hier dieser Figuren wie dem Springer zu betrachten, was habe ich dort im Tabletop, dass ich spiele für Einheiten, zum Beispiel fliegende Einheiten, die sich über andere hinweg bewegen können oder schwimmende Einheiten vielleicht. Vielleicht gibt es Einheiten in dem Spiel, die nur in der Lage sind zu schwimmen, die anderen Einheiten können das nicht.
Und wie kann man sich auf diese Art und Weise andere Einheiten und eben das Gelände zunutze machen, um dorthin zu gelangen, wo diese Einheiten, in dem Fall eben der Springer oder beim Tabletop eine fliegende Einheit, maximal ihre Wirkung entfalten kann. Und dasselbe ist natürlich auch hier dann mit dem Läufer anzuwenden oder kann angewendet werden. Das sind so Überlegungen, die man sich durchaus mal hernehmen kann und versuchen könnte, diese auf sein jeweiliges Tabletop umzumünzen. Und wenn wir hier schon bei dieser Konstellation sind, kommt gleich noch ein weiterer Punkt zu tragen, und zwar das Thema, wie kann ich meinem Gegner unter Druck setzen, zum Beispiel indem ich sage, okay, hier hat der weiße Spieler den Läufer hergezogen. Dieser hat natürlich jetzt da hier die Möglichkeit, in diese Richtung zu bedrohen. Schwarzer Spieler kann jetzt nicht einfach sagen, er zieht hier seinen schwarzen Bauern weg oder auf dieses Feld, weil natürlich, wenn er hierher kommt, wird er natürlich hier wahrscheinlich geschlagen. Aber auch hierher kann er nicht wirklich ziehen, weil das eben hier die Linie für den Läufer aufmacht und damit könnte natürlich der Läufer hier direkt Schach geben, in dem Fall, und somit das Spiel schon entscheiden. Das ist eben etwas, das man zum Beispiel nicht haben möchte. Und daher wird auch der schwarze Spieler sich das überlegen und diese Figur auch nicht wegziehen. Und genau das Gleiche ließe sich dann natürlich auch wiederum aufs Tabletop-Hobby anwenden. Wenn man im Spiel ist, wie kann man eben sich überlegen, wie kann man seine Einheiten so positionieren, um Druck aufzubauen gegenüber dem Mitspieler oder ihn auch in seinen Bewegungen einzuschränken oder welche Möglichkeiten hat man von seiner aktuellen Position einer Einheit heraus, diese in den nächsten 2-3 Zügen vielleicht oder 1-2 Zügen zu positionieren, um hier auf einen gewissen Teil der Streitmacht des Gegners eben ein wenig Druck auszuüben. Das waren jetzt so ein paar kleine Gedanken von mir zum Thema, wie man vielleicht Inhalte aus dem Schachspiel für das Tabletop-Hobby verwenden könnte. Wie sieht es so bei euch aus? Spielt ihr auch als Tabletopper Schach? Oder vielleicht haben wir hier jetzt den einen oder anderen dazu bekommen, der das Hobby noch gar nicht kennt, der nicht weiß, was das Tabletop-Hobby ist, der jetzt eigentlich über das Schachthema hier auf das Video gekommen ist. Auch das würde mich interessieren, um so ein bisschen zu sehen, wer hier sich so alles rumtreibt auf dem Kanal und die Videos sieht von mir. Gerne alles, was ihr an Fragen oder sonst habt, in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.